Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Lemke, Sie reden über Probleme. Wir machen ein Konzept, ein Gesamtkonzept, wie wir die Probleme lösen können. Und ich bin richtig stolz darauf, dass wir heute darüber debattieren können. Ich mache das mit großer Freude und mit Erleichterung, dass wir eben dieses Gesamtkonzept Elbe vorgelegt haben, mit Ergänzungen auch aus unserem Antrag. Und die Verständigung zwischen Bund und Ländern unter Einbeziehung der maßgeblichen Wirtschafts- und Umweltverbände war keine Selbstverständlichkeit, sondern das war harte Arbeit. Aber es ist ein gutes Ergebnis in diesem Zusammenhang herausgekommen. Ich als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Elbe der CDU-CSU-Fraktion begleite ich die Diskussion über die Zukunft der Elbe seit mehr als 10 Jahren. Bereits in der letzten Legislaturperiode hatten wir dazu einen sehr umfangreichen Antrag eingereicht. Heute liegt nun das Ergebnis vor des Gesamtprozesses. Und daraus können wir dreierlei Sachen lernen. Erstens, Prozesse unter Einbeziehung der maßgeblichen Beteiligten, die zudem ergebnisoffen sind, brauchen Zeit und Kompromissfähigkeit der handelnden Akteure. Zweitens, ein Kompromiss, der von allen Beteiligten mitgetragen werden kann, ist machbar. Dabei können selbst scheinbar gegensätzlich orientierte Interessengruppen wie Wirtschafts- und Umweltverbände gemeinsame Lösungen entwickeln. Und drittens, das Besondere in diesem Prozess ist das Entstehen einer Vertrauensbasis, die eigentliche Grundlage der Lösungsversuche und der Lösungsansätze sind. Dieser Erfolg, meine Damen und Herren, ist vor allem auch den am Runden Tisch beteiligten Personen zuzuschreiben. Ich darf den Kollegen Ferlemann in diesem Zusammenhang herzlich danken für die Zusammenarbeit, der Kollegin Ziegler auch, dass wir im Koalitionsrahmen intensiv die Umwelt- und Wirtschaftsverbände haben hören können und zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Einige Personen darf ich auch namentlich nennen. Das sind die Abteilungsleiter aus Umwelt- und Verkehrsministerium, Dr. Helge Wendenburg und Reinhard Kling, sowie Jochen Kies, der auch als Fachmann für belastbare Informationen galt und dieses auch deutlich machte. Und ich freue mich, auch einen Hamburger Kollegen nennen zu dürfen, Henning Fink von der Handelskammer Hamburg, der sich intensiv ins Zeug gelegt hat, auch hier sozusagen den Kompromiss zwischen Wirtschafts- und Umweltverbänden herbeizuführen. Unser Entschließungsantrag, vielleicht noch einige kurze Bemerkungen dazu. Erstens fordern wir, das Gesamtkonzept soll durch Maßnahmen unterlegt werden, die möglichst rasch umzusetzen sind. Planfeststellungsbeschlüsse sind einzuleiten. Personal und Sachmittel müssen über den Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Zweitens, das Gesamtkonzept ist ein Kompromiss zwischen den vordringlich ökologischen und verkehrlichen Maßnahmen. Wir treten bei einer Ausgeglichenheit für eine Ausgeglichenheit bei der Umsetzung ein. So erwarten wir, dass binnen Jahresfrist eine Voruntersuchung für die Reststrecke Dömitz-Hitzacker vorgelegt wird, in der eben die Möglichkeiten der Sanierung der Reststrecke aufgezeigt werden. Gleichzeitig sollen Maßnahmen zum Stopp der Sohleerosion eingeleitet werden. Nur als kleine Antwort auf Ihre Fragen. Drittens, das Gesamtkonzept soll in einem Anschlussprozess weitergeführt werden, in dem weitere Fragen der Umsetzung sowie der innovativen Erosionsbekämpfung debattiert werden. Und viertens, die Elbe ist ein internationaler Fluss. Deshalb sind tragfähige Vereinbarungen mit der Tschechischen Republik zur Schiffbarkeit der Elbe zu treffen. Ein Staatsvertrag, der auch andere Komponenten beinhaltet, kann hier ein langfristiges Ziel sein. Ja, fünftens, meine Damen und Herren, das Gesamtkonzept Elbe kann nicht nur Vorbild für andere Flussläufe sein. Es kann auch über Ökologie und Wirtschaft hinausgreifen, symbolisch. Dafür möchte ich den Elb-Radwanderweg nennen, einer der bekanntesten Radwege inzwischen Europas, der die Region über die Ländergrenzen hinweg verbindet. Hier wünschen wir uns Unterstützung beim Ausbau sowie beim länderübergreifenden Tourismus und der Vermarktung im Ausland. Ja, die Kritik einzelner Umweltverbände sowie der Grünen, der Entschließungsantrag würde das Gesamtkonzept Elbe
dem Gesamtkonzept nicht gerecht werden, weise ich zurück. Diese kritische Haltung einiger Umweltverbände, die teilweise auch im Widerspruch zu deren Zustimmung zum Gesamtkonzept steht, kann ich eben schon deshalb nicht akzeptieren, weil wir mit unserem Antrag sicherstellen, dass für die Umsetzung der Gesamtkonzeption Elbe Mittel in einem dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung gestellt werden, die deutlich machen, dass wir schwerpunktmäßig ökologische Maßnahmen in diesem Zusammenhang umsetzen wollen. Das ist das Gesamtkonzept, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns gemeinsam in einer Gesamtheit an diesem Konzept arbeiten, damit wir es rasch umsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Gustav Herzog, SPD-Fraktion.